Hola, buenos dias, ihr Lieben. Ja, ich gehe mal morgens hier raus zu meinem Mangobaum und das ist immer so wie Ostern, Eier suchen. Ne, wie man schon sieht, liegen hier so ein paar Dinger rum und guckt euch das mal an. Die sind so lecker. Ein paar habe ich hier schon mal aufgesammelt und wir haben auch schon wieder fleißig Saft daraus gemacht und Eiscreme kommt bestimmt auch noch bald. Das ist mal so ein richtiger oder ein richtiges Highlight, ne? Richtig toll. Ja, ich habe einfach gerade noch so ein paar Dinge, die ich ansprechen wollte. Einmal herzlichen Glückwunsch noch an Stefan. Ich habe ihm zwar schon gratuliert, aber vielleicht macht ihr das ja auch noch. Er freut sich bestimmt darüber. Das ist ja der Inhaber von Wir sind Neo aus Guanacaste. Der sitzt da ja bei Playa Junquial in der Ecke. Und ja, der hat ein neues Video seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr wieder rausgebracht. Ist ein richtiges Hammer-Ding geworden. Er ist ja auch ein richtiger Profi. Und das sieht man auch. Also das ist natürlich eine ganz andere Qualität und er macht das richtig super. Also Stefan, erstmal liebe Grüße und ja, ich hoffe, du lernst noch ganz viele neue Leute und Freunde kennen. Ja, dann habe ich noch was anderes. Ich wollte noch sagen, ach genau, eine ganz liebe Familie, die jetzt hier wieder zurückwandert oder zurück nach Europa wandert, in Richtung Rumänien. Ihr wisst bestimmt, wen ich da meine, falls ihr das jetzt auch guckt. Ich wollte euch nur sagen, alles Liebe, alles Gute. Ich fand das letzte Treffen total schön, also ist mir richtig nah gegangen, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen. Und dafür wollte ich mich nochmal bedanken und wollte euch alles, alles Liebe und Gute wünschen und einen guten Start in Rumänien. Ja, und dann habe ich noch was anderes. Eine liebe Freundin hat mir auch eine Nachricht geschickt und hat mich gebeten, dass ich doch beim Manifestieren von positiven Gedanken mithelfe. Morgen 20 Uhr deutsche Zeit. Und wer da mitmachen will, das finde ich richtig eine gute Sache. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das jetzt gerade machen darf. Aber ich dachte mir, vielleicht drehen wir das Ganze so ein bisschen rum und machen daraus einfach so eine Gesamtmanifestation. Um mich tanzte gerade so eine Mücke herum. Und das heißt also, wir könnten ja alle dann morgen um 20 Uhr, also Ortszeit jetzt Deutschland, das wäre dann ja bei uns 12 Uhr mittags, einfach mal positiv daran denken, dass wir jetzt alle, die wir Immobilien verkaufen wollen, dass wir jetzt alle unsere Immobilien auch erfolgreich im Juni 2024 verkaufen werden. Also wenn ihr euch das alle mal so gut vorstellt und positive Gedanken raussendet, dann haben wir halt davon ganz viel. Und ja, dann wird das bestimmt auch klappen. Ich habe nämlich selbst mal eine Ausbildung begonnen, damals mal bei dem Pierre Frank. Vielleicht kennt ihn ein oder andere vielleicht auch noch. War früher Schauspieler und mittlerweile ist der halt so Life-Coach, würde ich mal sagen, Wunsch-Coach. Und bei ihm habe ich auch mal eine Wunsch-Coach-Ausbildung begonnen. Das heißt also, wer sich so ein bisschen mit dem Gesetz der Resonanz auskennt, der weiß, wovon ich rede. Wenn nicht, der googelt es halt nach. Jedenfalls habe ich damals auch mal eine Collage gemacht und alle meine Wünsche draufgepackt. Also sei es jetzt, damals habe ich das mal gemacht mit, ich wollte ein Haus haben, ein neues Auto, Geld und was auch noch war damals, ich wollte auch noch gerne Vater werden. Das habe ich auch noch mit draufgepackt und alles ist in Erfüllung gegangen. Also hat das geklappt. Und ich habe das jetzt jahrelang halt nicht mehr gemacht, über 8 Jahre lang nicht. Deswegen wird es mal wieder Zeit. Also macht mit und ich lese euch jetzt gerade noch einen kurzen Text vor. Warum das denn überhaupt jetzt dann so sein soll? Weil nämlich jetzt gerade an dem Morgendatum passiert nämlich was. Und jetzt muss ich bloß einmal kurz die Brille aufsetzen. Momentamente. So, Brille auf, jetzt geht's los. Der 21. April 2024 ist einer der kraftvollsten Manifestationstage in diesem Jahr. Am 21. April 2024 bilden Jupiter und Uranus eine Konjunktion. Diese findet nur alle 14 Jahre statt und verbindet das Thema Glück, Jupiter, mit unerwartetem Wandel, Uranus, in unserem Leben. Jupiters natürliche glücksbringende Qualitäten kombiniert mit Uranus Potenzial, plötzliche Veränderung herbeizuführen, kann uns mit unerwarteten glücklichen Fügungen in Kontakt bringen. So können sich Türen öffnen, unerwartete Gelegenheiten zeigen und neue Ideen entfacht werden. Superchart Manifestationskraft. Jupiter beschenkt uns mit Optimismus
und Überfluss, während Uranus unsere Originalität fördert und ganz große Durchbrüche anvisiert. Ihr Aufeinandertreffen im Erdzeichen Stier schafft einen fruchtbaren Boden für die Manifestationen unserer Träume und Ziele, die mit Expansion und dem Ergreifen neuer Chancen zu tun haben. Öffne dich für unerwartete Möglichkeiten und sprenge die Grenzen deiner Vorstellungskraft. Jupiter und Uranus unterstützen dich dabei, den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Ja, dann würde ich sagen, mach doch mal mit. Ihr könntet uns alle nämlich helfen. Ich kenne mittlerweile so viele, die gerne ihre Immobilie verkaufen würden, um dann halt sich die Zukunft ein wenig anders zu gestalten. Da gibt es natürlich verschiedene Motivationen von dem einen oder anderen. Es gibt ja auch welche in Deutschland, die würden ganz gerne endlich ihre Hütte verkaufen, um dann nach Costa Rica zu kommen, vielleicht auch woanders hin. Und bei uns ist es ja auch so, ich würde ganz gerne halt auch ein paar Immobilien hier verkaufen, um Entschuldigung, noch ein paar andere Projekte halt zu gestalten. Naja, gut. Ja, ich muss jetzt gleich wieder rein, arbeite weiter, habe heute Morgen schon wieder den Wecker um 4 Uhr klingeln hören, habe schon ein bisschen im Callcenter gearbeitet, gleich geht's weiter. Palim, palim, da bin ich wieder. Naja, aber irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ne? Und dann sage ich mal hasta luego, viel Spaß. Den Link mit Stefans Video verlinke ich natürlich unten dann auch noch in der Beschreibung. Schaut da mal rein und viel Spaß bei allem. Liebe Grüße und lasst uns positiv denken. Hasta luego.